Ja, hi Stefan hier. Heute habe ich den Sebi wieder im Interview. Sebi war mal Kunde bei uns und ja, wir sprechen heute über die Möglichkeiten, die es nach der Meisterschule gibt, wie sich das Leben verändern kann, vor allem die berufliche Veränderung. Und ja, grüß dich erstmal, Sebi. Ja, moin, grüß dich Stefan, schön dich mal wieder zu sehen. Ja, wie lange ist jetzt her? Ja, 22 bin ich quasi fertig geworden, habe ich das letzte Modul von euch genutzt, das Modul zum Fachgespräch. Das war jetzt letztes Jahr im Das ist auch genutzt, Dezember ja. und 23, sprich Anfang Januar diesen Jahres, habe ich dann auch meine Ergebnisse über meine bestandene Prüfung erhalten. Sehr geil. Also das heißt, Januar 23, seitdem bist du Meister, ne? Korrekt, korrekt. Und erzähl mal, wie ist dann so gelaufen auf der Arbeit? Ja, also ich muss sagen, also für mich war natürlich sagenhaft. Ich fange mal ganz kurz an. Also ich habe damals in der Logistik auch als Quereinsteiger angefangen, habe mir dann im Laufe der Jahre entsprechende Fachkenntnisse angeeignet und habe dann irgendwann die Chance auch ergriffen, die mir geboten wurde, mich einfach weiterzuentwickeln, beziehungsweise eine Weiterbildung zum Industriemeister der Fachrichtung Logistik nachzugehen. Diese habe ich von 2020 bis 2022 dann auch dementsprechend durchgezogen und seit 2022 beziehungsweise Ende 2022 kann ich mich dann auch Meister nennen. Ja, es war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Nachdem ich die Ergebnisse zugespielt bekommen habe, habe ich das natürlich auch im Geschäft kundgetan. War ganz, ganz toll, muss ich sagen. Unseren Supply Chain Manager, der hat daraufhin dann gleich ein schönes Essen arrangiert, Geil. woraufhin ich dann die netten Kollegen, die das damals mit eingetütet haben, mit hinzugezogen haben, hier einen schönen Abend verbracht haben und on top habe ich halt noch ein richtig tolles Geschenk bekommen, muss ich sagen. Hier hat mir mein Arbeitgeber damals einen Bonus in Höhe von knapp 2.000 € einfach mal so zukommen lassen. Das war eine riesen Anerkennung, muss ich sagen. Ich kriege da Krass. heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, und zunächst ist dann erstmal nichts großartig geschehen, sage ich mal. Also sagen wir es mal so, ich habe die Rolle angenommen. Ich habe die Rolle des stellvertretenden Lagerleiters angenommen. Ich bin immer mehr in Projekte mit reingezogen worden, die halt meine Abteilung angesprochen haben. Bin dann in Personalgespräche mit reingezogen worden, Bewerbungsgespräche. Das alleine sind eigentlich alles Sachen, die es in der Vergangenheit für mich auch noch nicht gegeben hat. Alles Punkte, die ich jetzt auch während meiner Weiterbildung natürlich in der einen oder anderen Session kennenlernen durfte. Und ja, für mich war das interessant, dann das Wie Ganze weit ist einfach dann denn auch mal Theorie und mitzubekommen. Praxis auseinander? Weil zum Beispiel, du redest ja gerade über ZIP und Personalführung. Wie weit ist denn Theorie? Richtig. Ich würde sagen, dass es eigentlich doch relativ nah beieinander ist. Zumindest bei uns, muss ich zugeben. Also das Schöne ist ja, ich meine, mein Vorgesetzter, der macht das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, aber ich meine, ich komme da jetzt ums Eck und bringe da halt neue Erkenntnisse mit und kann ihm da vielleicht auch ein bisschen mal den Ball zuspielen, vielleicht ein paar Neuerungen mitgeben. Also wir ergänzen uns da sehr, sehr gut, muss ich sagen. Was er halt auch schon im Zwiegespräch zu mir gesagt hat, was ihm halt enorm viel Spaß macht, ist, dass ich da halt frischen Wind wieder mit reinbringe, und ihm das auch unheimlich gut tut, ja, wie eben bereits erwähnt, wir uns da halt sehr, sehr gut ergänzen und das funktioniert halt auch wunderbar. Ja, und ich muss dann halt auch sagen, irgendwann kam ich dann natürlich auch mal zu dem Punkt, ich meine, den Industriemeister, den habe ich ja einerseits für mich gemacht, andererseits aber auch fürs Unternehmen, gibt dem Unternehmen natürlich einen entsprechenden Mehrwert. Und klar möchte ich dann natürlich auch irgendwo ein bisschen was sehen. Wir reden jetzt nicht nur von monetären Dingen, sondern klar, ich meine, wir haben uns vom Kopf her, also kognitiv haben wir uns weiterentwickelt. Und um auf den monetären Teil halt nochmal zurückzukommen, gab es da dann halt auch Gespräche, wie es denn hier aussieht, wenn wir mal um die Thematik gehaltliche Anpassung sprechen. Ja, das Ganze hat dann vielleicht 2, 3 Monate gedauert, sage ich mal. Und dann gab es ein Gespräch zwischen meinem Vorgesetzten und unserem Supply Chain Manager und mir. Mir wurde dann hier vorgestellt, dass es dann innerhalb der Organisation eine kleine Umstrukturierung geben wird. Ich bin dann nicht mehr der kleine Lagerist, sondern bin dann aufgestiegen zum Junior Value Stream Lead of Logistics. Das hört sich sehr Krass. speziell an, sage ich mal.
Aber im Endeffekt, um das einfach mal in der Kette zu zeigen, kann man eigentlich sagen, hier oben sitzt der Vorgesetzte, dazwischen ich und unten das Team. Sprich, ich bin eigentlich das Sprachrohr zwischen Vorgesetzten und dem Team und fungiere halt in beide Richtungen. Ja, das war halt die eine Sache, was mich halt enorm schon mal gefreut hat, dass sich das dann halt auch organisatorisch Aber so abbilden warte, lassen ich will hat. dich kurz unterbrechen. Weißt du, was ich an der Sache so ziemlich geil finde? Du hast ja gerade die Hierarchieebene gezeigt und du kommst ja quasi von unten, so sage ich es mal. Ne? Du hast ja mal unten angefangen und dann noch als Genau. Quereinsteiger. Und weißt du, was ich immer besonders geil finde, ist, wenn Leute von der Praxis reden können. Ne? Das heißt, wenn sie wirklich wissen, wie es war, also nicht nur diese hochstudierten Akademiker, ja, ich habe auch studiert, aber ich habe auch immer gearbeitet, Ausbildung gemacht. Und das finde ich bei dir auch so geil. Du hast wirklich unten angefangen, hast das wahre Leben, die Praxis gesehen und hast dich dann Stück für Stück hochgearbeitet. Das heißt, du hast gerade gesagt, du bist in der Zwischenebene, bedeutet, du kannst die eine Seite verstehen, aber durch deine Fortbildung, Weiterbildung kannst du jetzt auch die andere Ebene verstehen. Ne? Genau das ist es. Genau das ist es. Ja, und deshalb kann man halt auch viele Thematiken, die die Arbeitskollegen dann mal ansprechen, wo es halt ein bisschen schwierig ist, ganz anders dann nachvollziehen, als wenn man jetzt vielleicht nicht aus der Ebene kommt, sondern von mir aus höhere Ebenen gewohnt ist, sage ich mal. Also man kann das besser abwägen, finde ich. Ja, und nachdem dann halt hier mitgeteilt wurde, dass sich da strukturell halt etwas ändert, kam dann natürlich die ganz große Überraschung, muss ich sagen, habe ich auch in der Form nicht mitgerechnet. Der Arbeitgeber hat mir aufgrund dieser Entwicklung, dieser Weiterbildung und der Kenntnisse, die man, Fachkenntnisse, die man mir dann halt auch kennengelernt hat, ums Eck und hat mir dann quasi ein jährliches Mehrsalär von 10.000 Euro on top gegeben. Also ich muss sagen, hier habe ich ganz kräftig mit den Ohren geschlackert. In dem Maße habe ich natürlich nicht damit gerechnet, bin ich aber sehr, sehr dankbar. Und aus dem Grund kann ich halt auch sagen, wie gesagt, nicht nur wegen der monetären Geschichte, sondern allgemein auch wegen dieser menschlichen Weiterbildung, Weiterentwicklung, die man durchgemacht hat, lohnt sich eine Weiterbildung allemals. Auch wenn es von mir aus 2 bis 3 Jahre harter Weg sind, aber wer was erreichen möchte, der schafft das mit Sicherheit auch. Aber wie du schon sagst, also das ist ja 10.000, das ist ein fünfstelliger Jahresbetrag. Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird jetzt wieder unter das Video schreiben, ja, wenn man das mal auf Netto runterrechnet, etc., etc., ist Latte, ne? Man zahlt ja auch die Rentenkasse mit ein, ist schon geil, ne? Und genau das ist ja, was man möchte. Man möchte, wenn man eine Meister macht, mehr Verantwortung, anderen Aufgabenbereich, sich weiterentwickeln. Ne? Wir alle kennen auch diese Bedürfnispyramide von Maslow aus dem Fach ZIP. Ne? Irgendwann kommt man so zum Thema Selbstverwirklichung. Man tut das ja für sich selbst, intrinsisch motiviert man sich. Und wenn dann noch ein fünfstelliger Jahresbrutto-Steigerungsbetrag drin ist, affengeil. Also dann hast du deine ganzen Kosten, die du hattest, hast du jetzt dreimal wieder drin, weil es ist ja nachhaltig, das ist ja jedes Jahr so. Von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht. Also hast du dir verdient, hart erarbeitet, sehr geil. Ja, also ich bin auch wirklich zufrieden damit, muss ich sagen. Also ich kann mich in keinster Weise beklagen. Muss auch zugeben, ich kann mich aktuell vor Arbeit kaum retten, ja. Aber das Das war schon zeigt halt immer so. einfach Also, auch. eins sage ich dir, eins verspreche ich dir. Das kannte ich früher von dem Konzern, wo ich vorher gearbeitet habe, aber auch bei der Bildungsfabrik. Die High Performer, ne? Also die arsch viel machen und sich den Arsch aufreißen, die bekommen immer mehr. Aber das ist was Gutes, das ist was Gutes. Jetzt gibt es immer wieder den Satz, ja, das ist aber jetzt unfair für diejenigen, die dann keine High Performer sind, die werden da so mitgeschleppt. Das ist leider so im wahren Leben. Aber wenn du viel Arbeit hast, ist das immer was Gutes. Das ist ein gutes Zeichen, weil man traut dir was zu. Das ist nicht, wir laden alles auf den Sebi ab, sondern wir trauen dem das zu. Wenn es einer kann, dann der Sebi. Naja, nimm das positiv. Ja. Aber dann sind wir wieder hierbei und überlegen mal, wie können wir das Ganze sachlich weiter verteilen, weiter delegieren. Holst du dir halt deine Kollegen, in denen du halt siehst, dass sie in der Lage sind, das mit umzusetzen. Dementsprechend unterstützen die dich dann ja auch. Und ich denke mal, dass das dann halt auch quasi auf die Probe gestellt wird, ob der in der Lage ist, das dann halt auch dementsprechend weiter zu delegieren, um so das Ziel halt auch zu erreichen. Ja. Wie sieht es mit deinen Klassenkameraden aus? Also du hast ja den Meister nicht bei uns gemacht, du hast ja bei uns zwei Module, glaube ich, gehabt, NTG und Fachgespräch. Ne?
Korrekt, ja. Wie sieht es denn mit deinen Klassenkameraden aus? Also ich erzähle dir gleich ein bisschen, wie das von meinen Klassenkameraden war, aber haben die auch schon einen neuen Job bekommen? Ich stehe mit einem meiner Kameraden außerhalb von der Bildungsfabrik noch sehr, sehr eng in einem Kontakt. Der hatte jetzt zwischenzeitlich einen neuen Job, in dem er dann nicht ganz so glücklich gewesen ist. Jetzt hat er wieder einen neuen Job und ist da hochzufrieden mit. Also der ist sich mit seiner Sache, die er da angenommen hat, auch sehr, sehr in Reinem. Ja, cool. Ich überlege, wir waren damals 30 Leute, als wir damals bei der IHK Koblenz die Schule begonnen haben, 2010. Wir waren 30. Davon sind, weiß ich nicht, 25, 22, 25 sind übrig geblieben bis zum Ende. Viele, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Ein paar, logischerweise ein paar, die mit mir zusammen in der gleichen Firma gearbeitet haben, schon. Und wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, hat jeder, ich wüsste jetzt keinen, hat jeder einen anderen Job. Also alle noch in der gleichen Firma teilweise, aber alle haben einen Aufstieg gehabt. Das heißt, der Meister hat sich für die alle gelohnt. Die haben alle nochmal irgendwie so innerhalb der Firma nochmal einen beruflichen Aufstieg gehabt. Ist cool, ne? Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, also wir waren am Anfang auch ungefähr 30 Leute und am Schluss sind wir, glaube ich, lass mich nicht lügen, 25, 26 Leute gewesen. Und wie gesagt, ich habe von denen, die mir da jetzt so bekannt sind, zu circa drei Leuten noch einen wirklich guten Draht. Wie gesagt, der eine Kollege, der hat sich jetzt halt auf andere Stellen, externe Unternehmen halt beworben. Und versucht da jetzt sein Glück, ist soweit aber auch aktuell zufrieden. Und die anderen beiden Kollegen, die sind, glaube ich, weiterhin in ihren Unternehmen sesshaft geblieben. Der eine hat, glaube ich, die gleiche Stelle beibehalten. Wie sich das da jetzt groß weiterentwickelt hat, weiß ich nicht. Der andere Kollege, der versucht sich halt ein Nebengewerbe aufzubauen und da halt in die Selbstständigkeit halt Cool. überzugehen. Ja. Vielleicht ist das auch langfristig sein Ziel, das weiß ich leider Ja, nicht. aber klar, warum nicht? Die Möglichkeiten sind da. Ja. Right, ja. Na gut, ich würde sagen, der Sebi und ich quatschen jetzt noch ein bisschen privat über Grillen und Bier und für die Zuschauer, ja, Sebi ist Logistikmeister, ne? Meister Donut, so würde ich ihn auch ansprechen, Herr Meister Donut. Und ja, Meister lohnt sich. In diesem Sinne. Danke, Sebi, fürs Interview und für die Zuschauer. Bis zum nächsten Video. Ciao. Sehr gerne, Stefan, und liebe Grüße an die Bildungsfabrik. Macht weiter so. Es ist immer sehr interessant zu sehen, was ihr da alles runterreißt. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.